So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Together FIFA 13 One-on-One. Wir spielen die Partie VfB Stuttgart gegen Lazio Rom. Heute kommentiert mal nicht die Hatice, sondern wieder ich, der Tim. Spielen tut Stuttgart, also es spielt der Nils und ich. Nils ist Stuttgart. Ja, hallo, die Schwaben grüßen euch. Genau, ich spiele Lazio Rom. Die Partie ist von der Europa League. Geht um den Halbfinaleinzug. Ja. Oh ne, ich glaube, es ist erst Viertelfinaleinzug, oder? Ja, hey, genau. 16, 18, ja, Viertelfinaleinzug. Richtig. Quatsch. Ja. Also es ist jetzt Achtelfinale. Achtelfinale, genau. Lazio in Schwarz. Und Stuttgart probiert sich in Weiß. Niedermeier. Stuttgart da jetzt im ersten Spiel zu Hause. Das Rückspiel gibt es auch live bei uns. Boah. Und jetzt gibt es einen Freistoß. Spät gepfiffen. Weiß nicht, ob er da Vorteil gegeben hat, der Schiedsrichter. Taure. Und Marchetti hat den Ball. Jetzt brauchen die Römer ein bisschen lange, um wieder sich zu verteilen. Das wirkt jetzt ein bisschen träge. Traoré. Von hinten angegangen, aber war noch nicht genug für einen Foul. Oh, den muss er haben. Jetzt mal die Römer. Mit Klose, er ist dabei. Harnik. Harnik wieder. Das ist eine schöne Flanke. Ibisevic, Traoré da hinten. Traoré. Marchetti. Traoré hält nicht genügend Druck hinter dem Ball. So, Lulic. Hernanes. Schöner Ball. Auch wieder auf Lulic. Lulic ist gut. Oh! Das war eine Flanke, die verunglückt in Richtung Tor geht und Ulreich geht auf Nummer sicher. So, jetzt kann Drewer mit der Ecke. Aber da wird nichts draus. Ibisevic jetzt mit der Spieleröffnung für die Stuttgarter. Und Lazio geht auf Nummer sicher, bindet sich sein Torwart ein. Marchetti, nicht Marchetti. Der macht einen langen Abschlag. Geht direkt zu Ulreich. Molinaro. Darf mal wieder spielen. Beschwert sich ja, dass er ein bisschen wenig spielt. Heute darf er auf jeden Fall ran. Er ist ja auch ein international erfahrener Mann, von daher. Alle Chance mal verdient. Sakai. Ja, also bei Lazio fehlt noch so der richtige entscheidende Druck nach vorne. Stuttgart hatte jetzt schon den Freistoß, Traoré zweimal. Auch wenn das alles noch nicht so total überzeugend war, ist das schon mehr als was Lazio bisher nach vorne gebracht hat. Jetzt mal über González. Da ist es. Nein, das ist nicht das Tor. Aber die Flanke war super gewesen. Ich glaube, Klose hatte da die Möglichkeit gehabt, den Kopfball zu machen. Ibisevic. Die große Frage ist, ob er jetzt aus der Torkrise zurück ist. Oh, die Flanke ist verdammt gut. Der Ball landet am Innenpfosten. Die Situation ist noch nicht geklärt. Vielleicht ist sie jetzt geklärt. Freistoß muss es da geben. Aber eigentlich für die Römer, so habe ich es gesehen. Gerade kommen die... Kommt Lazio auf jeden Fall gerade nicht raus aus ihrem 16-Meter-Raum. Oh, gefährlich verteidigt, gefährlich. Oh, die Situation bleibt gefährlich.
Jetzt mal raus, genau. Das ist das einzige Richtige jetzt. Die Stuttgarter jetzt gerade mit einer schönen Sturm- und Drangphase. Und jetzt ist ganz wichtig für Lazio, einfach mal den Druck ein bisschen runterkommen zu lassen. Fern vom eigenen Tor zu halten. Oh, ganz schlechter Querpass. Daraus wird jetzt eine Chance für Stuttgart. Harnik kann sich da durchsetzen. Die Flanke kommt. Der ist drinnen! Gentner! Der ist wirklich drinnen. Ganz verrücktes Tor, weil er sah nicht so spannend aus. Der Torwart sieht nicht so gut aus. Der Verteidiger schon gar nicht. 1:0 für Stuttgart. Nächste Chance bahnt sich an. Scheiße. Ah, schade. Weiter geht's, Jungs. Oh! Ach, bewegt sich doch, Mensch. Da bleibt er vorne stehen und macht gar nichts, ey. Der Ibišević. Oh, ne Pflaume. Jetzt mal, Lazio. Das war nicht gut gewesen. Au. Oh, der ist drinnen! Oh, Lulic! Der haut einfach mal drauf. Ein kurzer Fehler. Und jetzt haben sie das Gegentor zu Hause, was sie nicht haben wollten, die Stuttgarter. Der war doch gar nicht so schnell, der Schuss. Lulic, der war ganz schön platziert. Ulreich vielleicht bisschen spät unten. Und es steht 1:1. Und das ist auch das, was ich ein paar Sekunden vorher sagen wollte. Gut, letzter stecken. Noch Glück gehabt. Stuttgart hat zwar super gespielt, aber natürlich ist so ein 1:0 nicht genug. Und das kann jetzt die Römer ins Spiel bringen. Wobei sie natürlich in der Defensive richtig schlecht gewirkt haben. Oh, interessant. Bewegen sich alle gar nicht. Die stehen alle bloß rum. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Lulic, der Mann mit dem Tor. Seine Taktik machen, ja. Sakai, ich glaube, er hat auch gerade den Fehler gemacht, wodurch es dann zum 1:1 kam. Ibišević über außen. Oh, das ist das 2:1. Jawohl. Gentner, da sieht Marchetti nicht so super aus. Gut, er kriegt den Schuss. Er sieht den Schuss spät, aber da muss er ihn anders verteidigen. Anders abwehren. Generell sieht die Verteidigung von Lazio natürlich überhaupt nicht gut aus. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Harnik wartet auf den richtigen Moment. Ach Mensch, der stellt mich da die ganze Zeit. Und es ist Halbzeit. 2:1 für Stuttgart. Gentner zweimal. Noch zum richtigen Zeitpunkt, noch vor der Halbzeit, wie man immer so schön sagt, zum psychologisch wichtigen. Da sehen wir das Tor nochmal von Lulic. Das sieht man's wieder. Oh, ein Schuss, ein Tor. Boah. Die Statistik sagt, ein einziger Schuss für Lazio, der war drin gewesen. Stuttgart deutlich mehr Schüsse, das haben wir ja schon besprochen. Deutlich aktiver, weil auch einfach die Defensive der Römer viel mehr anbietet. Ja, wir gehen rein. 86%. In die zweite Halbzeit. Stuttgart. Und Stuttgart hat den Anstoß. Keine Wechsel bisher. Und der Ball geht zum Einwurf für die Römer. Ich bin gespannt, ob die nochmal wiederkommen. Boah. Offensive, die haben sie eigentlich. Sie haben die Leute, sie haben Aktivposten, sie haben schnelle Leute. Also wenn man rein vom Blatt kommt, wenn Blatt hergeht, dann kann man sogar sagen, offensiv sind die besser aufgestellt als die Stuttgarter. Das ist jetzt so ein bisschen Spielerei hier, was hier gemacht wird von den Stuttgartern. Ich weiß nicht, ob man das beim Stand von 2:1 machen sollte. Denn die Römer bleiben meiner Meinung nach auch trotz der schlechten Defensive gefährlich.
Vielleicht fängt die sich an der zweiten Halbzeit. Traoré. Darf da verdammt. Verdammt viel machen. Viel zu viel. So, der Ball war gut auf Hernanes. Und Niedermeyer holt sich da den Ball zurück. Molinaro jetzt am Ball. Ah, Schiri. Mann. Oh. Elfmeter. Oder Freistoß. Ich bin mir nicht sicher. Aber rot auf jeden Fall. Rot für Tusky. Wir gucken mal, wo die Szene war. Noch außerhalb. Noch außerhalb. Das ist noch ein Freistoß. Ja. Oh, scheiße, ey. Rot für Tusky. Und das macht jetzt hier... Wer macht das? Hernanes macht das. Übers Tor. Oh. Glück gehabt. Ja. Jetzt sind die Stuttgarter nur zu 10 und haben sich da selber geschwächt. Und jetzt bin ich umso mehr gespannt, wie die Reaktion von Lazio aussehen wird. Aber Lazio sieht so vieles einfach nicht gut aus. Oh, Quiz, was machst du da? Langer Ball, Ulreich ist da. Au. Oh. Das ist für mich eigentlich ein Foul gewesen, weil da der Spieler unter Druck gebracht wurde und deshalb ins Taumeln kam. Der Schiedsrichter legt das aber ganz nett aus hier. So, Kandreva, der dreht auf. Niedermeyer bleibt aber dabei. Bleibt am Ball. Das wird hier nochmal eine ganz spannende Partie. Und der ist super, der Ball. Oh, Torwart, ey. Und Ulreich macht das spitze. Aber man sieht jetzt schon eins. Die Stuttgarter kriegen es gerade nicht mehr hin, selbst Druck aufzubauen. Seitdem sie Tusky verloren haben. Und Rom mit Gonzales jetzt schon wieder unterwegs. Jawohl. Und das nochmal abgewehrt. Jetzt mal. Holzhauser. Schöner Ball. Schöner langer Ball auf Harnik. Der muss nur direkt abziehen. Oh. Das ist natürlich die Gelegenheit. Wenn der den reinmacht, dann steht es hier 3-1, da kann man schon fast sagen Deckel drauf. Kandreva, der Mann, der sich hier wirklich aufopfert. Molinaro. Oh, ungefährlich war das nicht. Lazio stört viel früher. Ciani, der Verteidiger. Und da ist sie, die Möglichkeit. Noch 10 Minuten. Unabhängig davon ist dieses Ergebnis natürlich trotzdem nicht optimal für die Stuttgarter. Durch das Gegentor. Und jetzt fangen die wieder plötzlich beim Stande von 2-1 an. Klose! Und er macht es! Klose macht das 2-2! Weil die Stuttgarter da fahrlässig auf einmal werden. Weil sie da plötzlich in der Abwehr anfangen mit der Hacke zu spielen beim Spielaufbau. Und Klose,
Und Klose macht das super. Er hat zwei getippt, das sagt er. Hilfst du gar nicht, ja. 2 zu 2. Für die Römer die optimale Ausgangslage jetzt. 2 Auswärtstore. Und wir hoffen mal, dass das so bleibt. Und das ist ein super Pass. Aber Stuttgarter Abwehr hält noch. Und auch das ist ein super Pass. Zwar von Stuttgart. Die sich aber wirklich seit dem Verlust zurückziehen. Oh, der Ball ist wieder gut. Und wieder Klose. Bye. Das ist das 3 zu 2. Lazio in der 90. Minute mit dem 3 zu 2. Seit dem Verlust von Tasci ging bei Stuttgart gar nichts mehr nach vorne. Und das ist natürlich Klose. Den kannst du nicht so spielen lassen. Das ist super, was er da macht. Der R2, ne? Der Klose ist spitze. Ach nein, ey. Oh Mann, ey. Das ist... Oh, das könnte sogar noch dicker kommen. Da ist der nächste Ball. Die nächste Flanke. Jetzt fehlt da irgend... Keiner unterstützt hier gerade. Oh, der nächste Schuss von Lazio. Scheiße, verloren, ey. Schiri pfeift noch nicht ab. Jetzt pfeift er ab. Mann, ey. Stuttgart. Späte Tore nochmal, ey. Verliert zu Hause mit 3 zu 2 gegen Lazio. Nachdem sie eigentlich gut geführt haben, 2 zu 1. Tasci muss unglücklicherweise in der 60. Minute runter. Und Klose macht innerhalb von 6 Minuten 2 Tore. Wir gucken uns jetzt die Spielstatistik an. Und die sagt Folgendes. Nee, 3 Chancen hat er gehabt. 3 Schüsse aufs Tor gegen alle 3 Reihen. Mann, ey. Richtig. 3 Schüsse für Lazio aufs Tor. 3 davon rein. Passgenauigkeit. Trotzdem verliere ich, ey. Ich verstehe das gar nicht. Ja, wir wollen das gar nicht weiter kommentieren. Mann, ey. Wir sehen uns bei der nächsten Folge oder bei einem anderen Let's Play. Macht's gut und bis dahin. Jo, tschüss.